Es sind Bilder, die sich gleichen. Das große Real Madrid diese Saison nur noch ein Schatten seiner selbst. Das 0:2 gestern gegen Schachtja Donetsk, das i-Tüpfelchen einer handfesten Krise bei den Königlichen. In der Champions League steht nach 5 Spielen nur Rang 3. In der Liga ist man sogar 7 Punkte hinter Tabellenführer San Sebastian. Die Gründe der Krise sind vielschichtig. Ich glaube, sein größtes Problem ist, dass seine Spieler satt sind. Also sie sind einfach satt, nachdem sie gefühlt alles gewonnen haben, was es zu gewinnen gibt. Sowohl teilweise auf Nationalmannschaftsebene als auch auf Vereinsebene. Mit der Meisterschaft in der vergangenen Saison, dazu die 3 Champions-League-Titel in Folge plus spanischem Superpokal sowie FIFA-Club-Weltmeistertitel haben Spieler wie Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro und Modric alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Gerade die Leistungsträger sind es, die bei Real aktuell nicht funktionieren. Das ist das Problem, dass Kroos keiner ist, der eine Mannschaft mitreißt. Also wie du es gesagt hast, gute Spiele macht das schöner, macht das besser. Schlechte Spiele macht er aber im Grunde nicht besser, sondern gefühlt eher noch schlechter, weil die Körperhaltung, über die wir dann gerne diskutieren in solchen Spielen, und dieses Vorangehen fehlt. Jetzt hat er aber neben sich noch einen Modric, der es auch nicht macht. Er hat neben sich noch einen Casemiro, der es auch nicht macht. Hinten Varane, der es auch nicht mehr macht. Doch nicht nur die arrivierten Kräfte stehen am Pranger. Neue, junge, hungrige Spieler funktionieren im System von Trainer Zinedine Zidane noch nicht. Rodrigo und Vinicius Junior, für viel Geld aus Brasilien gekommen, lassen ihr Talent zwar immer wieder aufblitzen, so richtig angekommen sind sie in Madrid jedoch noch nicht. Ähnlich verhält sich das bei Martin Ødegaard. Das einstige Jahrhunderttalent ist noch ohne Torbeteiligung in dieser Saison. Der angedachte Umbruch bei den Königlichen, er läuft nur schleppend an. Bei Real hat es noch nicht so funktioniert, dass man die eben zu Leistungsträgern umfunktioniert. Also Vinicius ist noch nicht da, wo man ihn haben will, auch Rodrigo noch nicht. Und deshalb muss man noch auf die ältere Generation setzen. Die Aufgabe, die jungen Talente ins System einzuflechten, ein Job des Trainers. Und auch deswegen steht Zinedine Zidane gehörig unter Druck. Einen Rücktritt schloss der 48-Jährige aber vehement aus. Nein, ich werde unter keinen Umständen zurücktreten. Wir machen weiter. Wir hatten hier in der Vergangenheit auch schon einige schwierige Momente und die wird es auch immer mal wieder geben. Derzeit erzielen wir keine guten Ergebnisse, aber wir müssen weitermachen. Schwierige Momente für den Verein, ein schwerer Moment aber auch für den Trainer. Denn die Gerüchteküche um seine Nachfolge, sie brodelt. Ex-Spurs-Trainer Maurizio Pochettino gilt als heißester Kandidat. Aber auch die Namen André Villas-Boas oder auch Vereinslegende Raúl werden gehandelt. Der Druck nimmt immer weiter zu. Und so könnte das finale Gruppenspiel in der Champions League gegen Gladbach nicht nur ein Entscheidungsspiel für den Club, sondern auch das Entscheidende für den Trainer sein.